Hey, der ist Michi, sie bist du mal der B-Mac. Uah, jetzt ist das rausgekommen, oder das, wie heißt das Zeug da? Straßen von Leck mir am Arsch, Gattgezahn oder was auch immer. Ich habe gefunden, hey, scheiß drauf, 13 Monate lang kommt schon gleich. Ja, die machen ein Päckchen auf. He? Mache ich alle YouTuber, die gross sind. Und ich mit meinen 120 Abonnenten, was ich natürlich auch machen. 42 Päckchen. Schauen wir mal, ob wir da irgendetwas haben, was ein bisschen gut ist. Ah ah. Ah ah. Ui, schau jetzt. Ja, Priester spiele ich leider nie. Okay. Das Problem bei mir ist, ich kenne die Karte nicht einmal. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ja, das ist doch schön. Die sind noch gut im Fall. Im Schurken zusammen, das habe ich schon gesehen. So einer ist schon verloren. Der ist auch, der ist, finde ich, auch massiv. Der, für das so eine normale Karte ist, datcht aufs Feld, macht überall 3 Damage, oder? In allen Charakteren 3 Damage und 6-6 ist nicht schlecht. Den finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Also ja, Early Game, ich weiss nicht. Vor allem ist noch ein bisschen, ja. Wenn er gegen mindestens 3 Diener hat, ja. Ich muss den Hoffmann wieder fragen, der Kollege von mir, der so ein super Profi ist, der sagt mir immer, welche, dass ich nachher tasten muss. So gut bin ich noch nicht. Momentan siehst du sehr viel, der Druid, wie sagt man, wo nachher seine Minions bufft und nachher irgendeiner ist, kann er alle killen. Das ist der Held jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit Kampfstreib herbeiruft, solange er diese Karte auf der Hand hat. Das ist hingegen noch cool. Also ja. Also ich meine, wenn du viel mit Kampfstreien hast, kannst du da wirklich, holst du nachher den irgendwie am Endgame raus, 3er, und hast irgendwie 12 oder so. Ja, da habe ich bis jetzt noch nicht gar nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich Instant Dust. Stellt das Leben wieder her, ja. Kann man das auch aussuchen, ich weiß nicht. Wenn ein feindlicher Diener Spot hat, das kann je nachdem noch etwas sein, und der ist ja vernünftig. Das weiß ich jetzt. Hui. Na, das ist für nichts. Also, relativ anders, wenn die Gegner. Ja, okay, vielleicht ist das gut, ja. Das ist noch cool. Das ist auch gut. Das ist zwar ja. Oh, ist eigentlich auch noch gut. Das ist auch gut. Naja, werde ich auch nie brauchen. Das ist also der Priester. Das ist geil. Vielleicht allen Dienern auf eurer Hand 1 plus 1. Das ist natürlich ganz grande. Ich sehe schon viele momentan die Droiden, die sich einfach umbuffen. Schon gut. Das finde ich sogar sehr gut. Schade, es ist keine eine Karte. Der scheiß Pflichtverteidiger kommt jetzt mal. Ne? Oder hier fügt ein Fan deinen Schaden zu. Hm, das ist cool. Das ist eigentlich cool. Außer die Stats ist eigentlich nie gut. Das ist nicht alles an. Ja, das ist auch cool. Das ist super. Ja, das ist okay. Und beide gut, natürlich. Ist auch gut. Und der ist auch gut. Und ich habe etwas Gutes. Aha. Das ist gar nichts. Das ist doch ein Scheißdreck, sorry. Was brauchst, für was brauchst du den? Dann kostet er noch 3. Zauberschaden plus 1. Und so ein Scheiß. Dann nehme ich lieber den Dings. Ja gut, der hat ein mehr Resistenz, aber da kann ich lieber den Ding nehmen. Der verdammte Skelettmonster, der bloß 1 hat und nur 2 Drop ist. Der ist super. Das ist scheiße. Also ich bin überhaupt nicht der Arzt, sondern Profi, aber das ist ja... Das ist lustig. Das könnte noch cool sein. Das ist auch cool, natürlich.
Das ist cool, das ist cool. Der ist schon gut und ja, der ist schon gut, der die ganze Gruppe. Ah, der ist schon cool eigentlich. So ein Murloc-Schaman, das habe ich schon mehrmals gesehen. Das ist, naja, suboptimal. Der Notlösung und der. Wow! Das ist ja cool. Das sehe ich auch nicht die ganze Zeit. Es kommt mir so vor, als hätte ich noch immer die gleichen 3-4 Karten. Das ist der Kampf, der bringt einen Diener zum Schweigen. Ja, das ist noch cool, aber das ist ja wieder Priester, den ich nie spiele. Vielleicht einfach ein Ziviltierprobe, das ist ja cool. Ich spiele ja vor allem Schaman. Am liebsten spiele ich Magier. Jäger spiele ich noch gerne, aber ja. Das ist ein Cocker. Das ist ja cool. Das könnte cool sein. Der ist lustig. Der ist auch gut, aber. Ui, ein epischer. Das Stack sieht man noch relativ viel. Das ist einfach noch cool, coole Stats. Plus nachher die ganze Zeit jedes Mal noch ein bisschen Heal. Das ist schon gut. Versuchsloser Schaden. Das ist auch cool. Also ja, na gut, das ist ein Vierter-Drop. Naja, das finde ich cool. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Das ist der Zonk. Da habe ich auch jenes die Plays gesehen im Internet von wegen. Dann haben sie da gespielt und sind gestorben. Das ist cool, das ist cool. Das ist auch cool. Ja. Stellt euch das vor, wenn es direkt ist, cool. Aber ja, der Rest. So, morgen gebe ich mal legendär. Legendär, das wollte ich hören. Okay. Okay. Das kann so cool interessant sein. Ja, das ist okay. Das kann interessant sein, ist leider für den Magier und nicht für den Jäger. Das wäre der dann. Das wäre sinnvoller. Das ist cool. Das ist ganz ein cooles neues Ding, das finde ich. Das Magier ist recht cool. Der Rest ist naja. Die Hälfte der noch kein einziger Legendärer. Was läuft? Also ein Legendärer muss ich wohl schon haben. Und gib etwas. Episch wenigstens. Ah, cool. RMG Ole, aber interessant. Je nachdem kann es noch cool sein. Ja, das ist ja schon episch. Ja, kann interessant sein. Vor allem, wenn du die eine Waffe hast und du hast ja so ein Totem mit Magie, mit Magie, mit Zauberschaden. Oder der ist ja 3 und dann kannst du den noch jetzt. Das kann interessant sein, je nachdem. Da. Das ist auch nicht so schlecht im Fall. Das ist einfach für einen Jäger, oder? Einfach, dass du noch einen hast, noch zusätzlich. Finde ich nicht so scheiße. Oh, schau da! Alle sind werden zu dir ausgewählt. RMG Ole. Ja. Ich weiß nicht, wie gut das ist, effektiv. Das ist für nichts, finde ich. Das ist ja für gar nichts. Du musst diesen Diener in das Deck als Gegner
Gar nicht. Also, man könnte gerne unter anderem schreiben, der Hearts und Profis, für was man das kann brauchen. Ich habe das schon im Kartenchaos da gespielt und dann müssen sagen, ja super, der stirbt dann, dann kommt der Gegner rüber. Wow, super. Das ist hingegen gut. Oh, schau da. Das heißt, Dr. Faust, nach diesem Diener, ein Diener, ja, ist der jetzt mal auch feindlichen Helden. Wow, ist okay. Das kann auch noch cool sein. Je nachdem, wenn du nachher irgendwie 8er Jade Golem hast, nachher auch Steine, kann das richtig weh tun. Wenn du keine Removals mehr hast. Ja, und dann gehen wir weiter. Ne? Uiuiui, Söld und sie drei Diener, also entdeckt die 1 Kosten, kann interessant sein. Vielleicht dann zu viel Waffe. Ja, okay. 16. Noch. Ja. Das Game kann interessant sein. Ich spiele auch nicht so viel Paladin, ich bin einfach in der Pfeife. Ich spiele fast nur Magier und Schaman, letzte Druide-Hure, wenn ich. Ui. Ruf jetzt mal einen Piranha herbei, nachdem er angegriffen hat. Ja. Jetzt wollte ich es wissen. Na, das kommt noch, das kommt schon cool. Okay. Ja, nichts Neues. Noch 10. Zwei, ja, immerhin zwei. Zwei Legendäre. Und noch ein bisschen Staub gibt es auch noch. Okay. Das ist super, aber den habe ich schon. Ja, jetzt hat der Staub, ist schon gut. Das haben wir schon gesehen. Noch 7. Okay. So. Jetzt mal legendär. Aber nee. Legendär. Ja, Leute. Zweimal Nockerfogger, das ist ja super. Nee, Mann, da habe ich legendär und das sind zweimal gleich, Mann. Nur ein Scheißdreck. Ah ja. Gibt es wenigstens das. Letztes Päckchen, komm. Gib mir noch einen legendären, komm. Leider nicht. Ja, ich will doch nicht Dust. Ja, eh schon easy Dust von dem her. Jetzt gibt es noch 1000 dazu, ist doch gut. Das ist doch schön, hä? Jetzt habe ich wieder 16'000 Dust. Ja, und dann noch ein paar neue Dinge, um es mal mit dem Hoffmann schauen. Da ist da mein Profi, der gut rauskommt, welche dass ich taste und welche nicht. Ihr könnt das Ding abonnieren. Ich habe so ein Zusatzvideo gesehen, weil ich gefunden habe, hey, scheiß drauf, wenn schon, dann schon. FIFA-Video habe ich eigentlich aufgenommen, habe ich aber versehentlich gelöscht, nur dass ihr es wisst. Mache ich gleich wieder eins. Noch diese Woche kommt das und schreibt doch mal unten dran, was ihr noch gerne seht und so. Ich bin da immer so ein bisschen auf euch angewiesen, was ihr gerne seht. Meine 120 Abonnenten, die das regelmässig schauen. Geile, verfuckte Siechen seid ihr. Wäre geil. Und die noch nicht abonniert haben und der Schweizer willst du nur hören, jetzt kommt da so ein cool ist sie nicht, aber so Dubstep-Musik-Scheiß und dann könnt ihr das Gesicht also von dem Typen anklicken und dann könnt ihr es abonnieren. Ja, ist ja nicht blöd, ich sehe es ja dann. Also, hey, Riesen Michis, hey Mark.
Hey, B-Mac.